Wir bleiben aber beim Thema Energie, denn die AfD-Fraktion hat zwei Anträge eingereicht, über die nun debattiert werden soll. Da geht es um die Kernenergie. Die AfD möchte erneut über den Ausbau der Kernenergie sprechen, beziehungsweise eine Rückkehr Deutschlands zur Kernenergie wieder ins Spiel bringen. Letztes Jahr wurden die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet und damit der mehr seit 20 Jahren geplante deutsche Ausstieg aus der Atomenergie vollzogen. Das war ja schon etwas später als ursprünglich geplant. Ursprünglich sollten die letzten Atomkraftwerke zum Jahresende 2022 abgeschaltet werden, aber wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine hat man die Kernkraftwerke doch etwas länger laufen lassen. Und die AfD-Fraktion möchte aber nun, dass einerseits eben Deutschland wieder zu der Kernenergie zurückkehrt und dass Deutschland auch der Europäischen Nuklearallianz beitritt. Dazu wird als erstes Rainer Kraft sprechen für die AfD-Fraktion. Er sitzt unter anderem im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und ist da Obmann für seine Fraktion. Und er geht hier auch schon zum Rednerpult. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen, die Energiewende ist gescheitert. Vom Ziel, Energie CO2-arm, preiswert und zuverlässig zu machen, ist nichts eingetreten. Betrachtet man die Arten der Energieerzeugung in Deutschland seit 1990, dann haben sie Strom aus Kernenergie durch Wind, Sonne und Biomasse ersetzt, sowie Kohle, teilweise durch Gas, Gerz, russisches Erfolgsprodukt. Aus dieser Veränderung, dem Wechsel von Kohle zu Gas und dem überteuerten Ausbau sogenannter Erneuerbarer, resultieren auch ihre äußerst bescheidenen Aufwüchse in ihrem allerwichtigsten Lieblingsprojekt der CO2-Reduktion. Ein paar Zahlen. Im Jahr 1990 betrug der Anteil CO2-freier Stromproduktion in Deutschland 32%. Im Jahr 2002 waren es 37% und sie feiern sich heute für runde 55%. Und daraus folgt, sie haben mit der irrational überhöhten sogenannten Energiewende den Anteil an CO2-freiem Strom nur um 18% gesteigert. In 20 Jahren mit Hunderten von Milliarden an Kosten, die die Verbraucher und Stromzahler haben tragen müssen, mit der Vernichtung tausender Hektar an Forst- und Agrarfläche und einem Strompreis, der sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt hat. Das ist keine Erfolgsstory, das ist Politik mit der Abrissbirne. Um es ganz klar zu sagen, die Alternative für Deutschland erachtet CO2-Reduktion nicht als Ziel einer deutschen Energiepolitik. Aber Sie alle, von der Union bis in den Gruppen ganz links draußen, lassen keinen Tag vergehen, an dem Sie nicht härtere und teurere Anstrengungen der Nation zur Senkung der CO2-Emissionen fordern. Wir haben also jedes Recht, Sie daran an Ihrem eigenen Ziel zu messen. Und bei diesem, Ihrem ureigenen Ziel, versagen Sie. Und dazu ein Gedanke. Stellen wir uns vor, alle Kernkraftwerke wären noch am Netz und würden ihre maximale Energie zum deutschen Strommix beitragen. Der CO2-freie Anteil am deutschen Strommix wäre 87,5%. 87,5% anstatt der erbärmlichen, überteuerten 55%, die Sie uns hier als großartige Leistung ausgeben. Wir messen Sie an Ihren eigenen Ansprüchen und stellen Ihr Versagen somit unter Beweis. Es gilt, wer Kernenergie abschaltet, soll zur CO2-Emission für immer schweigen und dazu nie wieder den Mund aufmachen. Zum Zeitpunkt des Beginns der Energiewende habe ich als Endverbraucher runde 14 Cent die Kilowattstunde bezahlt. 20 Jahre gescheiterter und überteuerter Energiewende, später kostet sie rund 30 Cent die Kilowattstunde und Großabnehmer zahlen 16 bis 17 Cent. Zum Vergleich, in Frankreich zahlen Großabnehmer unter 10 Cent. Ihre Energiepolitik führt zu hohen Strompreisen für die Verbraucher und zu standortgefährdenden massiven Wettbewerbsnachteilen deutscher Unternehmen. Diese ziehen die Konsequenzen, bauen Arbeitsplätze bei uns ab und verlegen die Produktion ganz oder teilweise ins Ausland. Selbst Wärmepumpenhersteller protegiert doch das BMWK und ihre Klimapolitik, sehen in Deutschland wegen der zu hohen Energiepreise keine Zukunft und verlagern ins Ausland. Nur klatschen, lesen Sie die Zeitung, Herr Ebner, ganz einfach. Ihre Durchhalteparolen, dass grüne Energieerzeugung das die billigste wäre, werden von der Realität ad absurdum geführt. Das Gegenteil ist der Fall. Und jeder Stromkunde sieht das auf seiner Stromrechnung.
Zum dritten Punkt, dem der Zuverlässigkeit. Deutschland war in 2023 wieder Stromimportland. Zum ersten Mal seit 2002. Und ja, die Kapazität, diesen Importstrom im Land zu erzeugen, die wäre noch vorhanden. Aber der Import ist preiswerter. Woran liegt es aber, dass in Deutschland zu wenig preiswerte Erzeugungskapazität vorhanden ist, dass man importieren muss? Das liegt daran, dass Sie diese Kapazität abgeschaltet und vernichtet haben. Strom aus Kernkraft war immer preiswerter als der Import. Und deswegen gab es nie ein Problem, Abnehmer für Kernkraftwerkstrom in Deutschland zu finden. Sie haben dieses Potenzial auf dem Gewissen zum Schaden der deutschen Industrie und der deutschen Verbraucher, die nun für den teureren Import zur Kasse gebeten werden. Heute jährt sich der Reaktorunfall von Tschernobyl zum 38. Mal. Trotzdem hat der Wirtschaftsminister kein Problem mit Kernreaktoren in der Ukraine, aber bei uns. Wenn also Tschernobyl, der auf militärische Zwecke optimierte, nur bedingt sichere und mit sowjetischer Gleichgültigkeit in Sicherheitsfragen betriebene RBMK-Reaktor heute noch liefe, Robert Habeck fände das in Ordnung, denn er ist ja nun mal gebaut. Ihre Anspielungen auf angebliche Hochrisikotechnologie sind daher einfach nur grotesk und Sie können sie da sparen. Und wenn wir schon beim Herrn Minister sind, dann stellen wir fest, dass er und Frau Ministerin Lemke in der Frage des Weiterbetriebs von Kernkraftwerken in Deutschland sowohl ihre Koalitionspartner als auch das Parlament als auch das Volk belogen haben. Fachliche Einschätzungen von Experten wurden in der munteren Märchenkugelrunde einfach zu ideologisch passendem Material umgeschrieben. Für uns, die Alternative für Deutschland, steht aber fest. Wir wollen eine preiswerte, zuverlässige und saubere Energieversorgung für Deutschland. Und dafür brauchen wir den Eintritt in die Kernenergie und den Rücktritt der Faktenverdreher und Märchenerzähler im Umwelt- und Wirtschaftsministerium. Rainer Kraft hat hier die Debatte eröffnet anlässlich der zwei Anträge der AfD-Fraktion. Und auf ihn direkt antworten wird nun Jakob Blankenburg. Auch er ist Obmann für seine Fraktion im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Anstand und Respekt für die Abgeordneten der AfD-Fraktion Fremdworte sind, das war ja schon hinlänglich bekannt. Aber ausgerechnet am Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zwei Anträge auf die Plenaragenda zu setzen, die Atomkraft als Heilsbringer abfeiern, das finde ich schon besonders perfide. Sie tun so, als hätten keine Menschen infolge des Supergaus von Tschernobyl ihr Leben verloren und als wären nicht heute auch noch riesige Flächen verseucht. Atomenergie sei nicht gefährlich, sondern die Zukunft. Das wollen Sie uns hier ein ums andere Mal mit Ihren Anträgen zur Wiederbelebung der Atomkraftwerke in Deutschland glauben machen. Aber das ist Unsinn. Das wissen Sie, das wissen wir. Die Argumente haben wir in der Atomdebatte in der letzten Sitzungswoche hier schon lang und breit ausgetauscht. Das können Sie sich gern im Video auch noch mal anschauen. Dazu ist die Mediathek des Bundestags ja da. Ich möchte meine Redezeit hier heute aber nutzen, um einen Blick dahin zu werfen, wo wir tatsächlich erfolgreich an der Zukunft der Energieversorgung arbeiten. Ich blicke nach Niedersachsen, mein Heimatbundesland. In Niedersachsen übertreffen wir die Ausbauziele der erneuerbaren Energien heute schon deutlich. Ich habe da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Im Jahr 2023, da wurde in Niedersachsen erstmals mehr Strom aus den Erneuerbaren, also aus Windenergie, aus Solar und aus Biomasse erzeugt, als verbraucht wurde. Deutschlandweit liegt der Anteil nur bei 56%. Und während sich viele Bundesländer schwer tun, das geforderte Ausbauziel von 2% der Landesfläche für Windkraft zu erreichen, da werden es in Niedersachsen in manchen Landkreisen sogar gleich 4% sein. Und dazu werden Offshore-Windparks mit Kapazitäten von bis zu 2 Atomkraftwerken bis zum Ende des nächsten Jahres ans Netz gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Niedersachsen zeigt, dass es geht, und das ist auch gut so. Und das zeigen auch andere Regionen, die beim Ausbau der Erneuerbaren vorangehen und damit auch innovative Unternehmen anziehen. Wie das geht, das kann man sich beispielsweise in Schleswig-Holstein, in Heide anschauen. Das Unternehmen Northvolt wird sich da ansiedeln mit seiner Batteriezellenfabrik, eben gerade weil es ein großes Angebot an erneuerbaren Energien gibt. Es zeigt also, Erneuerbare sind ein Wirtschaftsmotor. Und Erneuerbare bringen Geld für Kommunen und Bürgerinnen und Bürger.
Aber wie funktioniert das? Blicken wir da gerne wieder nach Niedersachsen. Da wurde gerade das Windgesetz beschlossen. Pro Kilowattstunde Strom aus Windanlagen und Freiflächen-PV fließt Geld zurück an die Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch an die Kommunen. Und zusätzlich können sich auch Bürgerinnen und Bürger und Kommunen direkt an Wind- oder Solaranlagen beteiligen. Und jährlich fließt eine Rendite in die eigene Geldbörse oder aber in den kommunalen Haushalt. Dass die Menschen direkt einbezogen werden und direkt profitieren, das ist ein wichtiger Baustein für die Akzeptanz des Ausbaus vor Ort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt, erneuerbare Energien sind eben kein Wunschtraum, kein Hirngespinst irgendwelcher Ideologien, wie Sie uns weismachen wollen. Sie sind Realität und sie funktionieren. Die wahren Ideologen, die sitzen hier im Plenum ganz rechts. Ihr Hirngespinst heißt Wiederbelebung der Atomkraft. Lassen Sie uns diese Ideologie gemeinsam entzaubern beim Thema der Energieversorgung und auch darüber hinaus. Das Wort hat Dr. Klaus Wiener für die CDU-CSU. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Energiepreise sind in den letzten Monaten deutlich gefallen. Das ist ohne Frage eine gute Nachricht. Im internationalen Vergleich sind sie aber immer noch hoch, weil sie eben nicht nur in Deutschland gefallen sind, sondern weltweit. Und das ist schlecht. Und das zeigt auch, dass die Energiepolitik der Ampel mit Blick auf die Wettbewerbsposition Deutschlands eben nicht wirkt. Und deswegen gehen ja auch so viele Firmen. Aber warum ist das so? Weil die Ampel eben nicht technologieoffen agiert und alle Optionen nutzt. Im Gegenteil, in der größten Energiekrise der Nachkriegsgeschichte, die wir hatten, haben sie drei bestens funktionierende Kernkraftwerke abgeschaltet und drei weitere, das wäre damals noch leicht möglich gewesen, nicht zurückgeholt. Wie rücksichtslos die beiden Ministerien dabei allem Anschein nach vorgegangen sind, das konnten wir der Presse entnehmen. Dazu nur ein Beispiel von vielen. Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich aus dem ersten Vermerk der Fachebene vom 1.3.2022. Da sich die Kernenergie mit sehr geringen variablen Kosten, also mal zuhören, ja, mit sehr geringen variablen Kosten am unteren Ende der Merit Order einordnet, verdrängt sie teure Gaskraftwerke. Ich werde ja nicht müde, das immer wieder hier zu betonen. Grenzkosten sind da niedrig. Ich frage mich, wann die Lernkurve hier in Ihrem Lager da mal ein bisschen steiler wird. Damit, so argumentieren die Experten weiter aus dem Ministerium, werden die Strompreise tatsächlich häufig niedriger. Dieses Argument taucht aber im finalen Prüfermerk gar nicht mehr auf. Meine Damen und Herren, wenn das alles stimmt, was wir im Cicero-Artikel lesen können, dann ist das ein handfester Skandal. Die Öffentlichkeit wurde hier getäuscht. Verantwortungsvolles Regierungshandeln sieht anders aus, von wegen mehr Transparenz, die Sie sich ja auf die Fahnen geschrieben haben. Hier wurde in eklatanter Weise getäuscht, getrickst und geschummelt. Und unliebsame Stimmen auf der Fachebene wurden mundtot gemacht. Sie haben allem Anschein nach die Öffentlichkeit aber nicht nur getäuscht und damit der Demokratie einen schweren Schaden zugefügt. Natürlich haben Sie damit auch das Energieangebot verknappt, und zwar künstlich verknappt. Das sage übrigens nicht nur ich, sondern auch der Bundesrechnungshof, der im März unmissverständlich klargestellt hat, bei der Stromversorgung ist die Bundesregierung nicht auf Kurs. Ja, im Bereich der erneuerbaren Energien wird weiter zugebaut, aber die Erneuerbaren sind nicht grundlastfähig. Nach wie vor fehlen Speicherkapazitäten, und zwar in gigantischem Ausmaß. Das hat den unschönen Effekt, dass wir an sonnigen und windigen Tagen den Strom wie Sauerbier auf den europäischen Strommärkten anbieten müssen. Und das Schlimme ist, die Abnehmer im Ausland wollen diesen Strom nicht mal geschenkt. Wir zahlen noch drauf. Negative Börsenpreise nennt man das. Was ist also zu tun? Würde es schlicht reichen, die Erneuerbaren noch schneller auszubauen? Alleine sicher nicht, auch wenn die Grünen immer wieder behaupten, die Sonne schickt ja keine Rechnung. Übrigens ein bemerkenswert unterkomplexer Satz, wie ich finde. Nein, meine Damen und Herren,
Die Sonne schickt keine Rechnung, aber Netzbetreiber schon und auch die Erbauer von Reservekraftwerken, die wir ja unbedingt brauchen, auch für die Erneuerbaren. Es gibt da mittlerweile viele Studien auf diesem Gebiet. Sie haben eines gemeinsam. Zuletzt hat Veronika Grimm dazu ja auch noch mal geforscht. Strom aus erneuerbaren Quellen wird wegen der hohen Systemkosten auch perspektivisch nicht so billig sein, wie Sie das den Menschen hier immer vorgaukeln. Jetzt kann man natürlich sagen, das stört uns nicht. Dann wird in Deutschland halt nicht mehr energieintensiv produziert. Aber wir von der Union sind nicht bereit, das zu akzeptieren und die Menschen im Land übrigens auch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Menschen und den Unternehmen wieder eine Perspektive geben. Sie müssen das Gefühl haben, dass wir es zumindest auf mittlere Sicht wieder schaffen, Strom sicher und sauber, da sind wir ja alle dabei, sicher und sauber, aber eben auch bezahlbar anbieten können. Das kann aber nur gelingen, wenn wir technologieoffen sind und auch die alle CO2-armen Technologien nutzen. Und genau deswegen sehen wir auch um uns herum, dass sich viele Länder, immer mehr Länder zusammenschließen, um die friedliche Nutzung der Kernkraft voranzutreiben. Auf der COP28 waren das 22 hochindustrialisierte Länder. In Brüssel haben sich im März Vertreter aus 30 Staaten getroffen, darunter auch die USA und man höre und staune auch Japan, ja, weil sie genauso denken. Ja, und auch wir von der Union sind davon überzeugt, dass sie auf diese Option im Interesse des Klimaschutzes, das sage ich ja auch noch mal ganz deutlich, im Interesse des Klimaschutzes und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes nicht verzichten können. Was heißt das dann konkret? Wir werben dafür, dass wir gemeinsam mit anderen Ländern auf diesem Gebiet weiter forschen, um dann von Weiterentwicklungen profitieren zu können. Unter diesem Aspekt würde es durchaus Sinn machen, den internationalen Schulterschluss zu suchen. Auch braucht es ein sofortiges Rückbaumoratorium, gerade im Lichte der neuen Erkenntnisse um den Prüfvermerk aus den Häusern Habeck und Lemke. Noch ist es nicht zu spät. Und wenn ich das ergänzen darf, bei den Sondersitzungen heute Morgen sind viele Fragen offen geblieben. Der Eindruck, dass hier rein politisch, rein ideologisch und nicht fachlich im besten Interesse unseres Landes entschieden wurde, der Eindruck ist geblieben. Da werden wir auch dranbleiben. Was wir aber nicht für sinnvoll halten, sind Neubauten auf Basis bestehender Technologien. Das würde ohnehin zu lange dauern. In diesem zentralen Punkt unterscheiden wir uns von den Antragstellern. Übrigens schon lange, das habe ich hier auch schon mehrfach gesagt. Deswegen legen wir die Anträge auch ab. Vielen Dank. Klaus Wiener war das für die Unionsfraktion und nächster Redner ist Bernhard Herrmann. Er sitzt für die Grünen im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Wiener, bis zum letzten Halbsatz musste man denken und musste man befürchten, Sie stimmen der AfD zu. Der Applaus von dort war erschreckend, den Sie erhielten. Beim letzten Mal haben wir uns hier unterhalten, da haben Sie massiv gegen die ostdeutsche Solarindustrie gearbeitet, indem Sie sich deutlich gegen jegliche Resilienzmaßnahmen aussprechen. Ich bin ja froh, dass die Union bei Ihnen, wie wir heute gehört haben, dort nicht ganz so radikal drauf ist wie Sie. Zum Thema. Der Atomausstieg ist nun ein gutes Jahr her. Ein guter Zeitpunkt, zurückzuschauen und zu sehen, dass es keinen Anlass gab, an dem Atomausstieg zu rütteln, der 2011 unter Schwarz-Gelb beschlossen wurde. Blicken wir aber zunächst zurück. Im Herbst 2022 waren wir inmitten der Energiekrise. Putin hatte den Gashahn zugedreht. Ein französisches AKW nach dem anderen fiel aus. Die Kohle konnte nicht mehr geliefert werden, weil die Flüsse trocken waren. Die Wasserkraft lieferte nicht genug. Und der Strompreis ging durch die Decke. 2022. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Umweltministerium handelten entsprechend. Es musste politisch abgewogen werden zwischen der Energiesicherheit auf der einen und den nuklearen Risiken auf der anderen Seite. Nukleare Risiken, die wir gerade am heutigen Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl nicht vergessen dürfen. In dieser Abwägung war im Herbst die Entscheidung vertretbar, die Atomkraftwerke für 3,5 Monate weiterlaufen zu lassen. Ein paar Monate später aber hatte sich die Lage schon verändert. Dank vieler schnell erfolgter Maßnahmen der Koalition waren wir gut durch die Energiekrise gekommen. Die Risiken eines nuklearen Unfalls aber blieben. Die AKWs wurden für die Energiesicherheit nicht mehr gebraucht. Das sieht man auch dann daran, dass die Kohlekraftwerke im letzten Jahr so wenig genutzt wurden wie fast seit 60 Jahren nicht mehr. Es geht eben zurück mit den Emissionen. Die Strompreise haben wir auf dem Vorkrisenniveau stabilisieren können. Lassen Sie uns festhalten,
Denn die Fakten belegen es, die politische Entscheidung gegen einen Wiedereinstieg in die Atomkraft war richtig. Darum kritisieren die Atombefürworter wie Sie, Herr Dr. Wiener, inzwischen nicht mehr die Entscheidung, sondern halten sich an Prozessen auf und reden etwas herbei, was es nicht gibt. Dabei ist dieser vollkommen üblich gewesen, der Prozess. In einem Ministerium trägt die Fachebene Fakten zusammen. Das hat sie im Umwelt- und im Wirtschaftsministerium gemacht. Die politische Ebene trifft aufgrund dieser Fakten Entscheidungen. Auch dies ist erfolgt. Und dabei wurden intensiv alle Informationen berücksichtigt. Es ist vollkommen normal, dass politische Beamte politische Bewertungen vornehmen, wenn sie Entscheidungsvorlagen für die Hausleitung vorbereiten. Das ist ja ihr Job. Es wirkt schon sehr bizarr, dass Sie das kritisieren. Verstehen Sie etwas von öffentlicher Verwaltung, Herr Dr. Wiener? Die Atomfans suchen scheinbar verzweifelt nach Kritik an der Entscheidung gegen einen AKW für einen AKW-Wiedereinstieg, lobbyieren dafür. Das bestätigt mich umso mehr darin, dass wir richtig entschieden haben. Es ist gut, dass wir das Atomzeitalter beendet und das Erneuerbarenzeitalter endgültig eingeläutet haben. Vielen Dank. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat für die FDP-Fraktion der Kollege Michael Kruse. Michael Kruse ist energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Die antragstellende Fraktion hier hat ja heute in der Sondersitzung des Ausschusses auf bemerkenswerte Art und Weise dokumentiert, dass Ihnen nicht mal der Name des zuständigen Staatssekretärs bekannt ist. Wer das als Alternative haben möchte, kann es sich ja wählen. Ich stelle fest nach den Enthüllungen der letzten Wochen, dass die Abkürzung AfD offensichtlich steht für Ausspionieren für Despoten, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja in der Sonderausschusssitzung heute Morgen neue Unterlagen zur Kenntnis erhalten, und wir werden diese Unterlagen jetzt intensiv prüfen. Für uns als FDP-Fraktion ist es verwunderlich, dass wir überhaupt noch darüber diskutieren, ob im Frühjahr 2022 denn nun eine Laufzeitverlängerung sinnvoll gewesen wäre. Denn erstens, einer der Betreiber des größten deutschen Kernkraftwerks, E.ON, hatte sich schon Ende Februar ans Handelsblatt gewandt und klar gesagt, selbstverständlich ist das möglich. Und in einer solchen historischen Ausnahmesituation wollen wir dazu beitragen, dass wir das auch möglich machen. Selbstverständlich stehen wir dafür zur Verfügung als Betreiber. Und auch die Verlängerung selbst, die wir als FDP-Fraktion ja monatelang gefordert haben, die wir dann vorgenommen haben bis ins Jahr 2023, hat ja gezeigt, dass es möglich und im Übrigen auch, dass es richtig war, über diesen Streckbetrieb zu sprechen und ihn dann auch zu beschließen. Wir können in dieser Debatte sicherlich wahrnehmen, dass es für den Blick nach vorn eine ganze Menge Lehren gibt, die wir miteinander ziehen sollten. Das erste ist das Thema, wie wird hier über Kernenergie, auch über die Möglichkeiten, die es da gibt, gesprochen. Und da wundere ich mich etwas, dass der Blick eher sehr weit zurückgerichtet wird als nach vorne. Aus unserer Sicht wäre nach vorne selbstverständlich, weiterhin darüber zu sprechen, zu forschen. Das ist übrigens selbst im Sinne derjenigen, die nicht wollen, dass es weiter Kernenergie gibt. Denn immerhin haben wir noch große Herausforderungen, zum Beispiel bei der Einlagerung. Jeder wissenschaftliche Fortschritt, jede weitere Erkenntnis, das Material besser in den Griff zu bekommen, die Technologie besser in den Griff zu bekommen, hilft uns dabei, dafür zu sorgen, dass das, was schon an Müll produziert ist, vielleicht weniger schädlich wird, für das, was in Zukunft auch gemacht werden kann, vielleicht auch eine sichere Nutzung möglich ist. Wie kann man sich dem eigentlich versperren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen? Und deswegen ist es auch unser Vorschlag als FDP-Fraktion, dass wir in Deutschland ein Fusionsgesetz machen. Deswegen sind wir der Meinung, wir müssen dranbleiben am Thema. Und deswegen würden wir auch sagen, warum sollten wir eigentlich jetzt die Kernkraftwerke weiter zurückbauen? Es ist ja ganz spannend. Wir haben Ende 2022 ursprünglich geplant gehabt, dass die Kraftwerke vom Netz gehen. Dann sind sie 23 vom Netz gegangen. Die stehen ja in drei unterschiedlichen Bundesländern. Jetzt raten Sie mal ausgerechnet, das Kraftwerk
Atomkraftwerk im Bundesland Bayern. Und von der CSU hören wir ja auch immer eine ganze Menge dazu. Ausgerechnet dieses Kraftwerk hat die Rückbaugenehmigung schon erteilt bekommen. Vielleicht gerade aus Richtung Union, vielleicht gerade auch in Richtung Union. Sie haben alle Möglichkeiten, hier auch dafür zu sorgen, dass ein solches Rückbaumoratorium stattfindet. Sie sollten nicht nur hier am Rednerpult des Deutschen Bundestages behaupten, man sollte ein Rückbaumoratorium machen. Nicht mal die Rot-Grünen in Niedersachsen, die lange dafür gearbeitet haben, haben einen solchen Rückbaugenehmigung schon erteilt. Ihr Ministerium hat es. Ich weiß nicht, ob die Union eigentlich noch mit einer Stimme spricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man in die Zukunft schaut, dann stellt man fest, in Europa setzen viele Staaten auf Kernenergie. Und auch weil viele Staaten auf Kernenergie setzen, kann man natürlich sagen, okay, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Wir gehen halt in Deutschland einen anderen Weg. Aber eigentlich müsste man spätestens, wenn man feststellt, andere Staaten wollen das, sie nutzen das auch, sie sind weit entfernt auszusteigen, einige steigen auch wieder ein, dann müsste man sich eigentlich auch dafür damit auseinandersetzen, ob es nicht klug wäre, dass Deutschland sich einer Atomallianz anschließt. Und zu guter Letzt. Zu guter Letzt ist es ja so, der deutsche Strommix ist unbestritten auch immer noch von Kohle dominiert. Und wir haben schon als Ampelregierung auch sehr viel dafür getan, diesen Anteil runterzukriegen, den Anteil der Erneuerbaren zu erhöhen. Aber der deutsche Staat, das deutsche Volk ist im Besitz von Kernkraftwerken, und zwar über das Tochterunternehmen Uniper. Und das heißt, Deutschland hat die Möglichkeiten, weiterhin auch Kernenergiestrom zu beziehen. Im Übrigen wird der auch dringend benötigt, um die deutsche Unterschiedlichkeit und die unterschiedliche Last auszugleichen. Deswegen wäre es sehr sinnvoll, sich auch über das eigene Tochterunternehmen zu überlegen, ob man nicht sauberen und sicheren Kernenergiestrom weiter nach Deutschland beziehen kann. Herzlichen Dank. Michael Kruse war das für die FDP hier in der Debatte zur Kernenergie, ob sie wieder aufgenommen werden soll, ob sie dann ausgebaut werden soll. Und dazu spricht nun Robin Meserosch. Er sitzt für die SPD-Fraktion im Unterausschuss Internationale Klima- und Energiepolitik. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Ihnen beiden habe ich letzte Sitzungswoche hier 7 Minuten lang erklärt, warum Atomkraft eine schlechte Idee ist, und jetzt sind wir schon wieder hier. Diesmal will die AfD neue Atomkraftwerke bauen, und ich bin es so leid, dass ich einfach mal annehme, das wäre eine gute Idee, und wir schauen jetzt einfach, wie weit wir kommen. Wir wollen also ein neues Atomkraftwerk bauen. Wer macht das jetzt für uns? Kollege Meserosch, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage des Kollegen Lenkert? Gern. Ralf Lenkert aus der Gruppe Die Linke stellt eine Frage. Vielen Dank, Herr Kollege Meserosch, dass Sie die Frage zulassen. Hier wird ja sehr viel über eine Renaissance der Atomkraft gesprochen. Heute am Jahrestag von Tschernobyl finde ich das furchtbar, aber ich möchte Sie fragen, ob Ihnen folgende Zahlen bekannt sind und wie Sie die einordnen. In den letzten 20 Jahren gingen weltweit 100 Atomreaktoren in Betrieb, aber 107 Reaktoren wurden außer Betrieb genommen. Der Kraftwerkspark ist im Durchschnitt 35 Jahre und älter. Wenn man ihn alleine ersetzen wollte, wenn er unter 50 ist, müssten jedes Jahr 10 Atomkraftwerke weltweit zugebaut werden. Im Moment sind es 5. In den USA gab es eine Firma, die wollte angeblich billige kleine Atomreaktoren produzieren. Diese Firma hat Fördermittel bekommen, hat ein Hochtechnologieland zum Aufstellen bekommen, nämlich Ruanda. Und dieses, es gefällt Ihnen nicht, wenn ich was sage, Sie können selber eine Zwischenfrage stellen. Wenn diese Firma hat also in dem Hochtechnologieland Ruanda einen schnellen kleinen Reaktor bauen wollen. Inzwischen ist sie Insolvenz, weil die Kosten der Stromproduktion viel höher waren als geplant. Bei all diesen Fakten muss man noch wissen, die durchschnittliche Bauzeit eines Atomkraftwerkes beträgt um die 11 Jahre. In Deutschland dauern Bauten meistens etwas länger. Ich erinnere an den BER oder an Stuttgart 21 oder an die Elbphilharmonie in Hamburg. Das heißt, meine Frage an Sie, glauben Sie, dass Deutschland, wenn es wirklich auf Atomstrom setzen würde, es schaffen würde, die dafür benötigten 20 AKWs innerhalb der nächsten 15 Jahre zu bauen? Und wenn das nicht möglich ist mit Atomkraft, unsere Lage zu sichern, was hätten Sie als Alternativen? Herr Lenkert, Sie haben es länger gemacht, ich mache es kürzer, ich teile da Ihre Einschätzung. Ja.
Wir waren an der Stelle, dass ich gefragt habe, wir wollen jetzt Atomkraft. Wie machen wir das? Wir brauchen dafür ja jemand. Und die klare Botschaft von allen großen Energiekonzernen in Deutschland ist, wir wollen das nicht. Sie finden niemand in Deutschland, der mit Ihnen Atomkraftwerke baut. Und hier könnte meine Rede schon fertig sein. Aber damit wir die Zeit noch ein bisschen rumkriegen, nehmen wir mal an, wir werfen viel Geld und viel staatliche Sicherheiten auf das Problem. Ich glaube, es wird immer noch nicht helfen, aber wir müssen ja gedanklich irgendwie weiterkommen. Wir haben jetzt irgendwie Investoren an Land gezogen. Frage ist, wie halten wir die? Wenn wir uns weltweit umschauen, sehen wir, wie Reaktorprojekte abgebrochen werden, weil die Investoren abspringen, weil sie wissen, dass sie ihr Geld in Erneuerbare besser und rentabler anlegen können. Jetzt müssen wir irgendwie weitermachen. Wir nehmen einfach an, das Problem haben wir auch gelöst. Wir werfen noch mehr Probleme drauf, noch Kollegin, mehr Geld aufs Problem. Kollege, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten? Nein, danke. Nee, die ist erwartbar schlecht, das ist der Unterschied zu Herrn Lenke. Also, die Frage ist, wie versichern wir die Atomkraftwerke? Und da finden Sie niemanden, der Ihnen das Ding versichert. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn irgendwas schief geht, haften wir alle. Wird brutal teuer. Hier müsste ich schon wieder aussteigen, aber dann ist die Rede zu Ende. Also ich muss einfach gedanklich noch mal einen Sprung machen über die Realität hinweg. Woher kommen die Brennstäbe? Der Markt ist da weltweit ziemlich leer. Putin hat noch welche. Wollen Sie die kaufen? Sie wollen die wahrscheinlich schon kaufen. Wir nicht. Hier wird es wieder schwierig. Dann ist die Frage, Sie interessieren sich ja bisweilen gar nicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das rächt sich hier. Wer soll das überhaupt machen? Die Kolleginnen und Kollegen, die die Expertise haben, sind inzwischen im Ruhestand, sind größtenteils weg. Wir bräuchten, oh Gott, Fachkräfte aus dem Ausland. Die wollen Sie ja wieder nicht. Wird ganz schön schwierig an der Stelle. Und da springen auch nicht so viele Reaktorfahrer noch rum, die wir anwerben können. Dann ist die Frage, wir haben jetzt uns gedanklich verrenkt, wann wird das fertig? Naja, erfahrungsgemäß in ein paar Jahrzehnten. Ist das der Zeitpunkt, an dem Sie Strom wollen? Ich glaube nicht. Dann haben wir jetzt irgendwie in Jahrzehnten Strom aus den Atomkraftwerken. Da können wir uns noch fragen, wie teuer ist das? Und die Antwort ist teurer als das, was wir mit Erneuerbaren hinkriegen. Und dann ist jetzt der spannende Punkt. Ich habe gesagt, wir werfen Geld aufs Problem. Sie echauffieren sich immer, dass bei den Erneuerbaren der Staat manchmal was macht und man Dinge fördern muss. Aber Ihr Vorschlag bedeutet, dass der Staat gegen jede Vernunft Milliarden versenken müsste für etwas, das uns Jahrzehnten Strom liefern könnte, aber eigentlich nicht, der aber viel teurer ist als das, was wir jetzt tun, nämlich Erneuerbare ausbauen, Wasserstoff und all das, was uns wirklich hilft. Der Antrag ist leider wieder Quatsch. Wir tun das, was hilft. Haben Sie vielen Dank. Ich bitte alle Beteiligten an dieser Debatte, von verbalen und nonverbalen Herabsetzungen der Redner abzusehen. Ich denke, wir setzen uns in der Sache auseinander, aber keine persönlichen Angriffe, auch nicht in Zwischenrufen. Das Wort hat der Kollege Alexander Engelhardt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte im Bundestag zur Kernkraft gibt uns Gelegenheit, über den handfesten Skandal in der Energiepolitik der Ampelregierung zu sprechen. Grüne Seilschaften im Bundesumweltministerium und im Wirtschaftsministerium haben im Kontext des Atomausstiegs von Merkel ihre eigenen Fachleute so manipuliert, dass sie in die Anti-Atomkraft-Ideologie der Grünen passen. Nach Ansicht des Cicero wurde die Bevölkerung bewusst belogen. Das zeugt von einer perfiden Verantwortungslosigkeit und zeigt, wie gefährlich Teile der Grünen Partei für unser Land sind. Und das in herausfordernden Zeiten, wo der Bundeskanzler an diesem Pult eine Zeitenwende ausgerufen hat. Die hätte es auch beim deutschen Atomausstieg geben müssen. Viele unserer europäischen Partner haben eine solche Wende zugunsten der Kernenergie vollzogen, weil sie wissen, dass diese Energiekapazitäten auf absehbare Zeit unverzichtbar sind. Und auch die Mehrheit der Deutschen hat den Weiterbetrieb befürwortet. Als Unionsfraktion haben wir rechtzeitig mehrere Anträge hier im Parlament eingebracht,
um die 6 noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke als Überbrückung weiterlaufen zu lassen. Wir haben bewusst die Entscheidung zum Ausstieg revidiert und der aktuellen Situation Rechnung getragen. Die erneuerbaren Energien werden das Defizit in den nächsten Jahren noch nicht auffangen können. Im Gegensatz zur AfD glaube ich jedoch an die Zukunft der Erneuerbaren. Es war die Union, die deren Stromanteil von 10% auf über 50% gesteigert hat. Danke. Uns wird immer vorgeworfen, ihr habt doch den Atomausstieg beschlossen. Das ist richtig, aber mehr als 10 Jahre später sind wir in einer komplett anderen Situation wie damals. Viele Länder haben verantwortungsvoll gehandelt und eine Wende bei der Kernenergie vollzogen. Wenn wir heute über unsere Grenzen hinausschauen, sehen wir, dass die Ampelkoalitionäre energiepolitische Geisterfahrer sind. In der aktuellen Situation, die sichersten Kernkraftwerke der Welt zurückzubauen, verbrennt außerdem Milliarden an Volksvermögen. Ihre Argumente sind dabei rational nicht zu verstehen, sondern aus meiner Sicht pure Ideologie, was die jetzt aufgedeckten Dokumente einmal mehr zeigen. Mit diesem betrügerischen Vorgehen in den zuständigen grün geführten Ministerien haben Sie der Glaubwürdigkeit von Politik extrem geschadet. Entweder haben die Minister Habeck und Lemke die Öffentlichkeit wissentlich getäuscht oder zumindest die Führung ihrer Häuser nicht im Griff. Die Abteilung S, nukleare Sicherheit und Strahlenschutz, kommt nach politischer Einflussnahme zu dem kommunizierten Ergebnis, dass die Verlängerung der Laufzeit der 3 noch laufenden Atomkraftwerke über den 31.12.2022 hinaus sicherheitstechnisch nicht vertretbar und daher aus Gründen der nuklearen Sicherheit abzulehnen ist. Wenn man die manipulierte Stellungnahme aus der Abteilung S als wissenschaftlich korrekt betrachtet, dann wäre die Entscheidung des Bundeskanzlers, den Weiterbetrieb mit seiner Richtlinienkompetenz gegen den Willen der zuständigen Ministerin durchzusetzen, sicherheitstechnisch völlig unverantwortlich gewesen. So oder so, es wird Zeit für ein baldiges Ende dieser Bundesregierung. Vielen Dank. Damit kommen wir zum nächsten Redner. Harald Ebner ist der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und Mitglied der Grünen Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Engelhardt, warum machen wir Ausschuss-Sondersitzungen, wenn Sie sich um deren Ergebnis überhaupt nicht scheren? Das frage ich mich schon. Aber jetzt mal zurück zum Thema dieser Debatte. Die Alternative für dumme Ideen kommt heute zum x-ten Mal mit der gleichen dummen Idee um die Ecke, nämlich dem kompletten Wiedereinstieg in die Atomkraft. Und das ausgerechnet heute wollen Sie mit Ihrem Antrag dafür sorgen, dass das nukleare Sicherheitsrisiko nach Deutschland zurückkehrt. Genau heute vor 38 Jahren explodierte der Reaktor Block 4 im Atomkraftwerk Tschernobyl. Und ungeheure Mengen radioaktiver Substanzen wurden freigesetzt, verteilten sich in ganz Europa. Und wir sind heute in Gedanken bei den zahlreichen Opfern dieser Katastrophe. In ganz Europa herrschte Angst vor radioaktivem Niederschlag. Keiner ging raus bei Regen. Konserven waren ausverkauft und Spielplätze gesperrt. Unter den Folgen dieser Nuklearkatastrophe leiden Mensch und Natur bis heute. Und die Strahlenbelastung von dort ist noch immer messbar. Und das in Deutschland. Und ich sage Ihnen, wir haben das nicht vergessen und wir werden das auch nicht vergessen. War die Katastrophe eigentlich vorhersehbar? War die Katastrophe von Fukushima vorhersehbar?
Nein, hätten alle gesagt, die Ingenieure, ist alles sicher. Wer in diesem Saal, können Sie eigentlich garantieren, dass heute alle Risiken ausgeschlossen sind? Niemand kann das. Und wer was anders behauptet, der lügt, meine Damen und Herren. Und Sie zeigen heute mit Ihrem Antrag ganz klar, dass Ihnen die Sicherheit der Menschen in diesem Land vollkommen egal ist. Aber uns ist es nicht egal. Es war richtig, aus der Atomkraft auszusteigen. Es war richtig, Schluss zu machen mit einer unkontrollierbaren Hochrisikotechnologie. Und das hat sich auch nach Fukushima gezeigt. Und es haben damals auch alle Parteien in diesem Bundestag damals verstanden. Was Kollege Sie von Ebner, der AfD... Kollege Ebner, gestatten Sie eine Frage des Abgeordneten Kraft? Nein, danke. Was Sie von der AfD natürlich verschweigen, sind die unfassbar hohen Kosten, die uns eine Rückkehr zur Atomkraft bescheren würde. Ist nicht nur die gefährlichste Energie, ist auch die teuerste. Und jedes der wenigen laufenden Bauprojekte, jedes läuft kostentechnisch völlig aus dem Ruder. Ja, und das wissen Sie doch genauso. Deshalb wollen Sie ja auch, dass der Staat einspringt bei der Investition. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, das ist Ihr Motto. Und woher sollen eigentlich die Brennstoffe kommen? Der überwiegende Teil des Urans weltweit kommt aus kasachischen, russischen und chinesischen Quellen. Mit chinesischen und russischen Quellen kennen Sie sich ja offenbar ganz gut aus. So, Fakt ist, der Atomausstieg hat dieses Land sicherer gemacht, einen großen gesellschaftlichen Konflikt befriedet. Sie brauchen aber Konflikte statt Lösungen. Sie sind keine Alternative, Sie sind eine Schande für Deutschland. Dankeschön. Harald Ebner war das für die Grünen-Fraktion und mit ihm endet hier unsere Übertragung der Debatte zur Kernenergie, ob Deutschland wieder zur Atomkraft zurückkehren soll an diesem doch denkwürdigen 38. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Einige Abgeordnete haben ja auch daran erinnert. Und auch es zeigt sich, dass natürlich auch immer noch Sorgen groß sind. Das zeigt sich auch heute. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat nämlich gerade anlässlich des Jahrestags vor der Gefahr eines Atomunglücks gewarnt, denn Russland besetzt das Atomkraftwerk Saporischschja seit Anfang der Invasion. Dementsprechend warnt eben Zelensky, dass es dort auch zu einer Atomkatastrophe kommen könnte. Das wird also weiterhin dieses Thema auch aktuell sein, auch hier im Deutschen Bundestag. Heute eben nicht, denn es gibt weitere Geschehnisse auf der Welt und in Deutschland, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Und deswegen gebe ich jetzt ab zu meiner Kollegin im Studio, zu Tina Dauster.